Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Warhammer Chaos Bane mit dem Killerzwerg Bragi und wir sprechen jetzt mal mit Erlanger. Herr Erlanger. I was just regaling Witch Hunter Voss about your daring rescue in the forest. Never mind about that. Scheiße, zu schnell gedrückt. What can you tell me about the temple? Genau, was kannst du über den Tempel sagen, du Horst? Ah, yes, well, as you know, Skraeling and his warband have taken over the site. So, going in through the main entrance would be suicide. Naja, Selbstmord klingt doch gut, oder? But in my studies of the temple and the neighboring ruins, I learned that a secret entrance exists, hidden in an area known as the Garden of Contemplation. Now, the garden has been sealed since the elves abandoned the city centuries ago. The only way to unlock the garden gate is with a magic key that they hid somewhere in the forest. Get to the point, Earl. I know of a map that shows the location of the key, but it's in a dangerous part of the forest. I haven't dared go after it myself. Tja. Dann gehen wir dahin, wenn er sich nicht traut. Now we're getting somewhere. How do I find this map? Karte finden, machen wir. Wir haben hier noch einen Stufenaufstieg. Ein Punkt, wir wollten noch wohin? Genau, geradewegs zum... Genau. Ingrim des Berges. Das ist natürlich super. Ah, Latte Macchiato war leider alle. Da muss ich einfach mehr einkaufen. Kalter Kaffee im Sommer oder wenn es nochmal warm ist, einfach geil. So. Ich bin verleitet, mal diesen Boss Rush zu testen. Aber wie gesagt, das machen wir, wenn wir durch sind. So. Besorge die Karte. Also wir sind durch den Wald gegangen, haben die Abkürzung gefunden. Hier sind noch ein Elf. Ich hasse Elfen. Warum auch immer. Orks und Zwerge sind mir I need to fight! Bleib mal stehen! Kommt schon mal alle her hier. Ah, jetzt habe ich drei von diesen Aufstiegsdingern. Verdammt. Muss ich ja noch mehr sammeln. Aber dann können wir wahrscheinlich länger diesen super Power-Attacke machen. Phasen zerstören bringt immer was. I need to fight. Ah, wir arbeiten dran. Halt stehen, du Sau. Ah, da ist eine Truhe. Noch eine neue Axt. Wir gucken uns gleich mal an, wenn hier nichts los ist. Weil vielleicht ist die ja schon besser. Nee, die macht nicht so viel Schaden. Der Ring macht aber mehr Schaden. Maximale Gesundheit. Rüstungsdurchdringend. Nehmen wir den mal ab. Oder 4900, 4600. Haben wir zwar weniger Rüstungsdurchbrechen und weniger extra Gold, aber Scheiß auf extra Gold. Oh, da kommen sie. Oh, da kommt was Neues.
Haben die da auch so einen Fahnenträger oder sowas? Der die noch stärker macht? Das würde mich aber echt ankotzen. Ja, irgendwie sowas wird das schon sein. Ein Herold oder sowas, ne? Da kommt der Fahnenträger. Ach, die Fahnenträgerin! Gut. Hatten die anderen feindlichen Fraktionen ja auch. Warum soll es dann halt... Warum soll es die Slanisch-Stamm denn nicht haben? Falls ich falsch liege mit den Slanisch... ich bin aber der Meinung, es müsste Slanisch sein. Ah nee, es gab ja noch hier die anderen, die ich nicht aussprechen kann. Die unaussprechlichen. Nee, ich glaube, die Damen gehörten zu Slanisch. Und dann gab es noch ich weiß, ich kann es nicht aussprechen. Ich versuch's nicht. Die anderen mit T irgendwas. Wenn ihr es wisst, wie man das aussprechen sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ah, langsam rockt's wieder hier. Oh, war es ein Portal? I need more time. Ja, ich brauche mehr Zeit, ich weiß. Ah, lass mich da durch. Ah, geht doch. Ihr wart mir alle gerade ein bisschen zu aufdringlich. So nicht. Stufenaufstieg schon wieder. Ich habe noch letzte Folge erst. Mir soll es recht sein. Hauptsache ihr sterbt endlich, verdammte Axt. Jetzt ist es wieder. War meine letzte Folge auch schon bei so einem Rundgang. Naja. Oh, da liegt auch Gold. 77. Besorge die Karte. Sind dabei. Oh. Da kam aber schnell die Unterstützung. Also der macht sie wahrscheinlich nicht stärker und lässt auch Verstärkung dahin teleportieren. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ich würde ja echt gerne mal diesen Power-Angriff jetzt da versuchen. Aber ich glaube, das heben wir uns für irgendeinen Endboss auf, der gleich kommt vielleicht. Ach, mit euch drei gebe ich mich gar nicht ab.
Ja, mit so viel gebe ich nicht ab. Das macht doch Spaß hier. Ich laufe da auch nicht hinterher. Arschloch. Machen wir das eben so. Kannst immer noch her teleportieren, deine Leute. Ganz einfache Kiste. Ich will mich von euch hier verarschen. Der ist vielleicht nicht so stark wie die Kornleute, der Typ, der immer so markiert ist, aber... Da er natürlich hier noch ein paar Damen her teleportieren kann, ist das ein bisschen nervig. Und die rennen sehr viel weg. Hinterhalt! Stirb doch mal, ihr Damen! Ey, ich hab dich doch getötet! Kommt jetzt von mir in Hinterhalt, ihr doofen Damen! So, den Wald verlassen, das ging ja recht leicht bisher. Heidi ho, ihr Schweine. Oh. Ich dachte, das hat sich schon nachgeladen. Diese Sackratte. Bleib doch mal stehen, Junge. Ich muss dich aufschlitzen. Oh, jetzt haben wir's. Kein Endgegner. Okay. Und mal ein kurzes Intermezzo. You're back! Oh, were you successful? Do you have the map? I wouldn't have come back without it! Fate smiles on us again! Truly, you are a gift from the gods, my friend! I need some time to study the map before I can give you the information you need. Return to me when you are ready to risk the forest once more. Was willst du denn diesmal? Tauschen von Fragmenten freigeschaltet. Warte, wir kommen gleich zu dir nochmal. Mal kurz Ausrüstung checken. Wieder eine abgefahrene Frisur, die uns noch mehr Rüstung und so bringt. Die verbessert uns ja überall. Das nehmen wir nochmal. Cool aus. Amulett, was bringt das? Nur Rüstung, Schaden. Mal weniger Rüstung, oder? 5400 aufgerundet, 82.000 abgerundet. Aber ich denke mal, mehr Schaden-Output wäre gar nicht so verkehrt. So, dann verkaufen wir den Anhänger. Die Mähne verkaufen wir auch. Lehrlingsring, maximale Gesundheit, extra Gold.
Dann packen wir vielleicht mal die Kiste und die Haare auch nochmal. So, diesmal merken, alles was mit E ist, ist ausgerüstet. Und wo ist der andere Ring? So. Was wir nochmal angucken können, ist die Axt besser? Nein, ist sie nicht. Weil zurzeit könnten die blauen Sachen auch wieder interessanter sein. Wir werden den Rest handeln. Mhm. Das heißt, ich könnte, aha. Wenn man zu viele rote hätte, könnte man da auch noch ein paar gelbe von bekommen. Aber da ich ja ziemlich alles gleich habe, lassen wir das mal lieber. Wir spenden mal lieber unsere Gegenstände, auch wenn es nicht viel war. Dann fangen wir mal jetzt schon mit der nächsten Mission an. Killing to do, Erlanger. What can you tell me about that map? Oh, yes. It's magnificent. A treasure, really. The craftsmanship and the attention to detail. Grimnir's Tifa key, Erlanger. Where is the key? Oh, that. Well, I've got the location narrowed somewhat. Within a few square miles, more or less. Mm-hmm. You promised you could tell us where to find the key. Ja, Voss. Dass der auch nicht mal mitkommt. Das wäre so cool, der Magier oder der Voss einfach mal als Unterstützung mitkommen. Muss ja nicht fürs ganze Spiel sein, aber vielleicht mal für so ein bisschen. I didn't say I could do it immediately. This map is ancient. It refers to landmarks that don't exist anymore. These things take time. There isn't any time, Erlanger. Think, man. What would it take to decipher the map? Well, more reference materials would help. I know of a cache of books hidden in the ruins that could be useful, but... It's in a dangerous part of the forest. Yeah, genau. Yes. Keep working. I'll go and get the books. So, die Gilde gestattet dir jetzt... mit den Fragmenten zu handeln. Du solltest die Gilde aufsuchen. Ja gut, das haben wir uns ja angeguckt. Wozu? Also da sind, ja, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir das später, aber aktuell brauchen wir es gerade nicht, finde ich. So. I need to fight! Ja, diese... Das wird auch jedes Mal leer. Also bevor wir das Level verlassen, können wir echt nochmal die Sau rauslassen. Müssen wir mir mal merken. Und Hauptaufgabe. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die nächste Quest ist. Ob die genauso nur 13, 14, 15 Minuten lang ist. Falls sie länger dauern sollte, werde ich da nochmal unterbrechen. Aber jetzt mache ich noch nicht Schluss, weil das wäre ein bisschen kurz. Und das dauert ja auch wieder ein, zwei Tage, bis die nächste Folge kommt. So. Oh, da werden wir gleich begrüßt. Hallo, liebe Damen. Hau zu da, hause weg. Einmal Schnitzel à la Bragi. So. Müssen wir wieder ganz viel sammeln, ey. Stehen. Finde den Bücherschatz. Genau wie in der letzten Folge. Links war einfach nur eine Truhe. Das immer so ist. Ach komm, wegen einer renne ich jetzt nicht hinterher. Ah, da kommen ja ganz viele. Das lohnt sich doch schon mal ein bisschen mehr. Ja.
Die Dame der Motivation ist tot. Das nervt langsam, ist hinterhergerenne. Ah, der ist ein bisschen größer. Oh, kurzer Prozess und Ravum. Gucken wir erstmal hier oben nach. Das ist ja genau derselbe Aufbau wie letztes Mal. Also es fühlt sich genauso an wie letztes Mal. Vom Weg her. Das ist so ein bisschen das, was man dir so ein bisschen vorwerfen kann. Oh, zwei hintereinander. Ne, ist ein bisschen anders. Also mehr Geländeabwechslung. So von den Gegnern her kann ich sehr gut leben. Oh, dass diese Viecher kamen, das war mir klar. Und ein Stufenaufstieg. Bleib doch mal stehen, du Scheißvieh. Die Reittiere von Korn sehen einfach besser aus. Die mit der Zunge draußen sieht einfach ein bisschen dämlich aus. Aber es ist halt Geschmackssache. Aber ich finde trotzdem, dass das Gelände hätte so ein bisschen mehr unterscheiden können. Also mehr irgendwie markanter machen. Finde ich. Oder wird das alles, das Level, random gemacht? Also Multiplayer kann ich es verstehen oder so, aber im Singleplayer... Ah, wohl war bei Diablo ja auch. Ne? Aber naja. Scheiße. Krallen, ne? Bei den Damen. Die sind so lang. Wie wollen sie sich ihre Haare bürsten oder einen Zopf machen? Das geht ja gar nicht. Und wie benutzen die Toilettenpapier? Wenn die mal kacken gehen. Das tut doch weh mit den Krallen da. Ah, wir vergessen, sind ja Dämonen oder so. Die werden nicht kacken. Bleib doch mal stehen. Scheiße, eins gekillt, kommt gleich hier eins. Dass sie so cool verbrennen, das finde ich eigentlich cool, wenn sie sterben. Na los, ein paar Gegner her hier. Damit sich das hier lohnt. Yeah.
Oh, diese Reittiere nur auf den Senkel. Hinterhalt! Oh, ich habe keinen Bock hinterher zu rennen, ey. Kommen wir überhaupt mal weiter? Mädels, sie haltet mich ganz gut auf. Oh, da werden sie gepusht. Oh. 5 Minuten Ruhe. Nein, noch nicht mal. 2 Sekunden. Ah, hack sie nieder, Zwerg. Die halten einen ganz gut auf. Oh, die hat eine bessere Energieanzeige. Die ist ein bisschen stärker, ja. Die hat auch eine hochgesteckte Frisur, das heißt, sie ist hart. Also, sie war auch ein bisschen größer als die anderen Damen. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ob wir richtig gehen. Wir hätten vorhin ein, zwei Mal abbiegen können. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ah, da kommt sie wieder. Die Motivationsbombe. Warum hat der nicht? Na, soll sie töten? Geht doch. Aber hier sieht's doch nett aus. Hier scheinen wir auch richtig zu sein. Hier vielleicht noch eine Truhe? Nein. Enttäuschende Leere. Wir sind sehr nah am Bücherschatz. Nimm das, du dreckiges Ungetüm mit deiner langen Zunge. Alle mal wegrennen müssen. Muss ich mal kurz wegrennen.
Ach, ich laufe dir nicht hinterher. Entweder kommst du oder lässt es sein. So. Oh, das sind ganz viele. Das sind ganz, ganz viele. Oh, Backe, Backe, Backe. Ein Buch? Ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt so ein ganzer Bund Bücher, keine Ahnung, so ein ganzer Sack oder so. Und der Ausgang ist auch gleich hier. Scheiße. Schon wieder meine super Sachen nicht eingesetzt. Spare immer zum falschen Punkt. Verdammt. Ist wieder alles weg. Ah, ärgerlich. So. I brought back every book I could find. That best be of use. Sah aus wie nur ein Buch, Mensch. I'll get to work right away. And come back to me when you're ready. And I should have some good news for you. Good news for you. Ruf zum Schwur. Überragend, okay. Goldkronen. Mit klemmt sprechen, da klemmt doch was. So, ach, da haben wir ja ganz viele neue tolle Sachen. Fünf nur. Und maximale Gesundheit. Steigert sich dadurch. Ist mir zu wenig. So, was ist mit der Axt? Sieht doch schon mal echt cool aus. 1400 Schaden. Gegenüber dieser Axt. Doch schon mal super. Die hat 1300. Ist doch auch schon mal mehr als die blaue, die wir haben. Das interessiert mich nicht. Na, Rüstung. Maximale Gesundheit. Da können wir ja fast den da ersetzen. Kette ist auch nicht so. Die Schuhe, naja, sind ja nur minimal. Die bringen uns noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Schaden durch Gegenangriff. Die Mähne gibt ein bisschen Rüstung. Beutequalität minus 3. Ich mach's jetzt nur, weil diese Frisur mir besser gefällt. Da wir ja gerade einen Ring mit maximaler Gesundheit, das hat uns ja erhöht. Dann können wir ja hier das tauschen. Oh, haben wir uns schon blau bemalt. Das gefällt mir noch mehr. Braveheart lässt grüßen. Und minus 5%. Das ist natürlich nicht wenig. Dafür sind wir besser geschützt. Nee, komm, wir lassen das mal so. Erstmal. Und die Lederunterwäsche. Rüstung. Mehr maximale Gesundheit. Ah, 0,5 Regeneration. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann würde ich die hier erstmal beiseite legen. Genau wie das hier. Das legen wir auch mal beiseite. Der Rest kann weg. William Wallace wäre stolz auf uns. So, was habe ich gesagt? Das packen wir beiseite und die Lederhosen. Davon hatten wir auch Schuhe. Aber die machen uns so minimal besser. Okay. Das heißt, den Rest können wir wieder spenden. Wieder einen Punkt zu vergeben. Bald haben wir es geschafft. 2% mehr Schaden und noch einmal ein Aufstieg. Dann haben wir das verbessert. Wie sieht es denn hier mit diesen Sachen aus? Da haben wir mehr Punkte. 4 Punkte mehr.
sinnvoll wäre es natürlich, noch mehr Sachen zu haben, die uns passiv irgendwas bringen, aber nicht mehr kosten. 4 Punkte ist ja nichts. Den haben wir schon, den nutzen wir ja schon. Ah, unsere Standardattacken sind... Ach, die haben wir schon bei 8. Axtwurf könnten wir noch verbessern. Ist schon auf 3 reduziert, normalerweise 4. Oh, das ging. Dann haben wir den Axtwurf jetzt upgedatet. Den kriegen wir leider nicht. Da fehlen uns 5 Fertigkeitspunkte. Oder? Ja. Müssen wir irgendwie noch mehr aufsteigen, dass wir das mehr benutzen können. Oh, der Zwerg gefällt mir. Sogar die Haare sind jetzt ein bisschen gräulich, bläulich geworden. Cool. Ah, das sieht cool aus mit dem Blau. Das gefällt mir richtig gut. Die Äxte passen auch sehr gut dazu. Von der Form her. Nice. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier einen Break und dann reden wir mit dem Klempt weiter, weil der andere muss erstmal wahrscheinlich das Büchlein lesen. Und ja, mal gucken, wo sie uns denn das nächste Mal in den Wald schicken. Wird es wieder derselbe Wald werden oder wird es mal was anderes sein? Höhlen? Wer weiß. Also, liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.